Autarkie. Wie kann es anders sein, wo ich doch immer wieder sage, bleibt smart und unabhängig, gebe ich jetzt in diesem Video meinen Senf zur energetischen Autarkie und Effizienz. Vorweg, du kannst nur wirklich dann unabhängig werden, wenn du weißt, dass du nie wirklich unabhängig sein kannst. Und das Universum, das bevorzugt Effizienz, das behaupte ich jetzt erstmal ohne Begründung. Und weil das Universum die wahren Regeln vorschreibt, im Gegensatz zur Politik, halte ich mich auch dran. Nun möchte ich mich also unabhängig machen und das möglichst effizient. Aber wo fange ich da an? Was braucht man denn jeden Tag und was ist super nützlich? Energie. Und seit Nikola Tesla wissen wir, dass man mit Elektrizität eigentlich alles anstellen kann. Also konzentriere ich mich auf Energie in Form von Elektrizität. Als ich mal auf den Philippinen war, habe ich gemerkt, wie nervig tägliche Stromausfälle sind und wie angenehm ein zuverlässiges und ordentliches Stromnetz ist. Wieder in Deutschland wurde mir direkt wieder bewusst, dass man es mit der Ordnung auch übertreiben kann und wie nervig der mittlerweile teuerste Strompreis der Welt ist. Doch hin und wieder liegt das Geld ja einfach auf der Straße. Wie zum Beispiel dieses scheinbar kaputte Solarmodul. Sag mal, Eckart, das sieht doch noch gut aus. Geht er nicht noch? Ja, kurz mal das Multimeter angeschlossen. Du Eckart, der geht ja noch. Und selbst das mit dem Loch hat noch Spannung. Gut, ist ein bisschen zersplittert, aber tut das Not, dass es hier so rumoxidiert? Natürlich nicht. So, und obwohl ich über 100 Kilometer vom nächsten Hafen entfernt wohne, gibt's auch hier bei uns im Baumarkt den Boots- und Yachtlack. Das klingt jetzt zwar wie Werbung, aber der ist transparent. UV-lichtbeständig, Wetter und ganz wichtig, seewasserfest. Und der Plan ist, das jetzt hier ganz vorsichtig in diese Schüssel reinzukippen und das mit einem Stück Pizzakarton dann glatt zu streichen, weil den Pinsel, den spare ich mir natürlich auch. Und das klappt ganz wunderbar, weil da oxidiert jetzt gar nichts mehr. Und das funktioniert auch bei zersplitterten Handys, allerdings eher nur auf der Rückseite. Tatsächlich kommen noch gut 70-80% der Leistung durch. Genau konnte ich das nicht messen, weil ich keinen formatigen Wechselrichter da hatte. Aber der geht noch. Dazu noch einen kleinen Laderegler mit einer alten Batterie, die auch entsorgt werden sollte. Gekoppelt und fertig hatte ich eine kleine 12 Volt 20 Ampere Insel-Balkonanlage für 4 Euro Laderegler und 18 Euro Bootslack. Wer jetzt noch ein bisschen Taschengeld über hat, der greift zum Beispiel zum EcoFlow River 2 oder zur Bluetti EB3A. Die habe ich jetzt in einem anderen Video getestet. Mein Solarmodul hat allerdings eine Nennspannung von 37 Volt. Daher musste ich den Umweg über die Batterie und den Laderegler gehen. Die etwas größeren Modelle von Bluetti und auch EcoFlow vertragen da eine höhere Spannung. Da braucht man den Laderegler und die Batterie gar nicht mehr. Mehr dazu dann aber in den jeweiligen Videos zu den Geräten. Damit lässt sich auf jeden Fall bei Sonnenschein etwas Strom dazugewinnen, für Garten oder Camping ideal, aber warum nicht etwas größer denken? Wir haben seit ein paar Jahren eine PV-Anlage auf dem Dach, nur leider produziert die so viel Strom zur falschen Zeit, dass eher die Nachbarn bzw. der Rest der Stadt davon profitiert. Und manchmal muss der Strom sogar noch weiter transportiert werden und der Transport von Strom, der kostet. Das rechtfertigt zwar nicht, dass wir ungefähr 5-mal mehr für den Strom bezahlen, den wir kaufen, als für den Strom, den wir verkaufen, aber es schafft auch kleine Anreize, dass wir den Strom halt eben genau da verbrauchen, wo er auch produziert wird. Strom hat nämlich ein Riesenproblem mit der Mindesthaltbarkeit. Nach dem Öffnen muss man ihn direkt verbrauchen, es sei denn, man verpackt ihn ordentlich, zum Beispiel in einer Batterie. Weil ich selbstständig bin, habe ich mich vor etwa einem Jahr für ein Elektroauto entschieden, denn die Mobilität macht einen Riesenanteil vom Gesamtverbrauch aus und dank smarter Technik wie Node-RED und Home Assistant und in diesem Fall eine Easybox kann ich den variabel überschüssigen Strom der PV-Anlage in das Auto laden. Perfekt ist das ganze System aber auch nicht, denn die Ladeelektronik, ob es nun das Elektroauto ist oder die Wallbox, ist etwas träge. Man kann das Ganze auch nur in 1 Ampere Schritten regeln, das heißt minimal, wenn man auf einer Phase lädt, 230 Watt. Und so kann man nicht verhindern, dass man etwas grobstufiger lädt. Ich weiß nicht, ihr könnt mal gerne schreiben, ob es Wallboxen gibt, die das feinstufiger können in 10 Watt oder 1 Watt Schritten. Bisher habe ich da aber nichts gefunden. So, dass es halt entweder zu überschüssigem Verkauf weiterhin kommt oder noch
noch schlimmer zu Zukauf, wenn man zum Beispiel bei Aprilwetter nicht schnell genug nachregeln kann. Deutlich schneller und präziser funktionieren da sogenannte Hybridwechselrichter mit Smart Meter und angeschlossenem Akku mit Lithium-Eisenphosphat-Zellchemie und damit hoher Zyklenfestigkeit. Da habe ich mich kürzlich für ein recht günstiges System entschieden. Ich weiß nicht, ob ich den Hersteller jetzt hier so nennen kann. Ich habe einen 9,6 Kilowattstunden Akku und der fährt zwischenzeitlich auch nicht einfach weg. Die Einschwingzeit ist bei so einem System deutlich kürzer, das heißt die Zeit, die es braucht, um den Akku entsprechend zu B- oder entladen. In der Regel pegelt sich das System in wenigen Millisekunden so ein, dass halt optimal der Strom vom Dach genutzt wird und in den Akku fließt oder wenn eben kein oder nur sehr wenig Strom vom Dach kommt, der Akku den Hausverbrauch abfängt und ich keinen Zukauf habe. Den Wechselrichter konnte ich über eine Modbus-Schnittstelle sehr schnell und einfach in Home Assistant einbinden, so dass ich jetzt mein Überschussladen perfektioniert habe und wirklich so gut wie gar keinen Zukauf mehr habe. In Ausnahmefällen erlaubt es mir der Speicher jetzt auch, etwas schneller zu laden, als es zum Beispiel die Überschussladen ermöglichen könnte, denn über den Tag verteilt wird der Hausspeicher sowieso wieder voll. Dass sich ein Elektroauto für mich lohnt, ist keine Frage, denn Prämien, steuerfrei, THG-Quote, Wartungseinsparung, im Schnitt zahle ich für 100 Kilometer etwa 2,80 Euro und das über die letzten 20.000 Kilometer inklusive Fernreisen und Supercharging. Und so skurril es klingt, wegen PV-Anlage und Hausspeicher lohnen sich hier durch die gestiegenen Gaspreise sogar ab und zu Heizlüfter. Und da kommen wir zum Elefant im Raum. Denn Wärmeerzeugung ist neben der Mobilität der Hauptverbraucher. Leider vor allem dann, wenn die Sonne nicht scheint. Und da haben wir ein Problem. Wie bekommen wir die Wärme bzw. die Sonnenenergie vom Sommer in den Winter? Das ist ein Thema für ein anderes Video. In dem Sinne erstmal schön smart und unabhängig, vielleicht auch autark bleiben und bis zum nächsten Mal. Zuerst war die Idee.